Ja? Lauf, du Stück. Also es ist sehr, sehr langsam. Aber auf die Fresse, komm. Oh, das war dumm jetzt. Ich hab ihn gefangen. Boah, es ist, wenn es nicht so langsam wäre. Jetzt hat er mir den Ball weggenommen, oder? Und einen wunderschönen guten was auch immer. Fühlt euch willkommen zu Speedball 2 Brutal Deluxe auf dem Nintendo Game Boy. Ein weiteres Spiel, das mir Bumpy Plattfuß zugesandt hat. Und ich war neugierig, weil Speedball mag ich sehr auf dem C64 und auf dem Amiga. Und Speedball 2 kenne ich bisher auch nur vom Amiga und vom Mega Drive. Und ich bin gespannt, wie die das Problem gelöst haben, dass das Playfield hier auf dem Gerät ja jetzt naturgemäß sehr klein ist. Was ihr hier hört, ist die Titelmusik, die gemessen an den Gameboy-Fähigkeiten ganz ordentlich umgesetzt wurde. Ich will euch damit aber nicht länger quälen und deswegen fangen wir mal an. So, was haben wir denn hier? Außer Start Game, Practice und Demo gibt's ja nicht viel. Dann fangen wir mal an. Knockout. League oder Cup? Ich würde sagen, ich spiele Knockout. So, was gibt's denn hier? Ich bin das Team Brutal Deluxe. Ich spiele gegen Revolver. Oh, das hat er jetzt aber schnell eingeblendet. So, das sind jetzt diese ganzen Sachen, die man aufrüsten kann. Ich dachte, man kann da irgendwie... Moment. Okay. Jetzt habe ich drei Sachen ausgewählt. Was ist das hier alles? Ich habe keine Ahnung. Achso, das ist was... Gym, das ist was ich trainiere. Kann das sein? Trainieren einfach mal alles, komm. Ja gut, ich will jetzt spielen. Komm, lass mich mal raus hier. Wie komme ich da raus? Start-Taste? Aha. Okay. Brutal Deluxe vs. Revolver. Wer bin ich überhaupt? Der Dunkle? Na, lass mal sehen. Ja, genau, ich bin der. Boah. Boah, ist das träge. Alter. Komm her, gib mir den Ball. Ja? Lauf, du Stück. Also es ist sehr, sehr langsam. Aber auf die Fresse, komm. Oh, das war dumm jetzt. Ich hab ihn gefangen. Boah, es ist, wenn es nicht so langsam wäre. Jetzt hat er mir den Ball weggenommen, oder? Den hole ich mir. Nein. Ah, ich habe irgendwie überhaupt keinen Überblick. Wo ist denn der Spieler, der dran ist? Okay. Jetzt habe ich den Ball natürlich gepasst, obwohl ich gar nicht passen wollte. Jetzt hat der... Okay. Wieso hat denn der den Ball jetzt wieder? Okay, ich bin schneller als der. Warum sind da keine anderen Spieler von mir? Oh, fuck! Grafisch ist da dran nichts auszusetzen. Ja. Die haben sogar diesen Metal-Look, den das Spiel hat. Mit den wenigen Graustufen, die der Game Boy hat, ganz gut umgesetzt. Wo ist denn der Ball jetzt? Und wo sind meine Spieler? Verdammt nochmal. Ah, jetzt aber.
Komm, jetzt versuchen wir es mal so. Okay. Dass da nie irgendjemand von mir ist. Man hat halt kein Übersichtsfeld, wo die Spieler sind. Was war das? Oh, Halbzeit. Wer hat denn den Ball jetzt? Ach da, okay. Hol ich mir. Und weg. Jetzt muss da aber auch einer von mir sein irgendwo. Warum ist da kein Spieler? Jetzt kommt da einer angewackelt. Hol ich mir. Achso, wir spielen jetzt auch in die andere Richtung, gell? Ja, das ist mein Tor, verdammte Scheiße. Ah, ganz vergessen. Ja, die bringen mich hier ganz schön in die Bredouille, die Jungs. Es ist so ruckelig und... Stimmt, da war was. Der hat mich getackelt. Ah, toll. So, aufkommen. Ich tackle mich da jetzt durch. Oder so. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Gibt's doch nicht. Ja, sehr gut. Tor! Auch wenn ich ihn selber reinschieben musste, aber immerhin. Wieso hat denn der Ball jetzt wieder? So war das nicht gedacht. Ey, das gibt's doch nicht. Hallo? Ja, genau. Match over. 12-20. Ja, nochmal antreten. Dummerweise habe ich leider verloren. Schade. CPU Team wins. A win for Revolver. Game over. Klar, war ja auch Knockout. Das heißt, wenn ich verliere, scheide ich aus. Ja. Wir können uns ja mal den Demo-Modus angucken und ich erzähle ein bisschen was, wie das aussehen soll. Ja, Fatal Justice versus Turbo Hammers. Ja. Ja, da wird auch getackelt, so passiert nicht viel. Woher weiß ich halt, wo meine Spieler sind, auf die ich abspielen kann? Anscheinend weiß der Computer das auch nicht, ja. Diese Abwehr ist ein Hühnerhaufen. Ja, hol dir den Ball, hol ihn dir doch. Nein, wieder nix. Ja, die schlittern da zwar hin. Ah. Okay, also der Demo-Modus spielt nicht unbedingt besser als ich, scheinbar. Ja. Kommen wir mal zu den positiven Aspekten. Es sieht wirklich gut aus. Ja, also da bin ich überrascht. Ich kenne die C64-Version, die alle Features der Amiga-Version hat und auch ziemlich schnell ist, aber die ist dafür nicht so schön. Die ist ziemlich blocky, die Grafik ist eher grob. Ja. Und hier hat man sich doch viel Mühe gegeben, aber das Scrolling ruckelt natürlich. Und der Bildausschnitt ist relativ klein. Ja? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine auch, es wären weniger Spieler, kann das sein? Bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, es sind weniger Spieler. Ja, das sind weniger. Und die Soundeffekte, ja gut, das ist so Standard. Wie gesagt, die Titelmusik, die hat mir gut gefallen. Aber ansonsten, weiß nicht.
keine Ahnung, ob man mit sowas Spaß haben konnte damals. Mir gefällt's nicht, aber ich bin halt auch von den Eindrücken her versaut von den guten Versionen. Ja, es ist halt immer schwierig, so ein Spiel, das für ein Amiga oder eben überhaupt für ein 16-Bit-System entwickelt wurde, das auf Geschwindigkeit basiert und Scrolling und so, das ordentlich auf ein 8-Bit-System runterzubrechen, noch dazu auf so ein kleines, mit so einem kleinen Bildschirm. Ja, ich habe Respekt vor der Leistung, dass man das versucht hat, aber so besonders finde ich es jetzt nicht. Ja. Da guck allein, wie lange das dauert, bis der Ball da wieder rausfällt. Das ist schon sehr langsam und träge. Es ist ruckelig. Ja. Aber es sieht gut aus. Ja. Also, wie gesagt, Respekt vor der Leistung. Ja. Aber ich glaube, ein echter Speedball-Fan rümpft da eher die Nase. So, das Human Team hat gewonnen. Aber das war ja kein Human Team, sondern es war ein Computer-Demo. Ich möchte euch jetzt auch gar nicht weiter stören oder damit behelligen und breche das an dieser Stelle ab. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten. Das war Speedball 2 auf dem Gameboy. Bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex, und ihr seid die Geilsten. Ciao! Hat dir dieses Video gefallen? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung, dort findest du ganz oben einen Link zur Playlist mit englischen Videos. Außerdem würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst, sofern du das noch nicht getan hast, verpasst du auch nichts. Gibst du mir einen Daumen runter, dann schreib mir bitte wenigstens dazu, warum, damit ich mich verbessern kann. Du findest mich natürlich auch auf Facebook, dort poste ich alle meine Aktivitäten, nicht nur die Videos, sondern auch Veranstaltungen und anderes lustiges Zeugs. Ähnliches ist es auf Twitter. Dort findest du auch andere YouTuber, die ich kenne und empfehle. Und natürlich bin ich auf Google Plus, dort findest du alle meine Videos und ich bin dort auch in diversen Gruppen unterwegs. Also, man sieht, hört und liest sich. Vielen Dank fürs Zusehen.